Alles klar, Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, jetzt geht es darum, dass wir vor in diesem Autohaus sind und wir sollen durch die Fensterscheibe fahren. Oh, wie machen wir das denn am besten? Ich würde sagen, so, oder? Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I was Trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker! Oha, was geht hier denn ab? Zack, zack, R zu schlagen, E Q zu treten. R. Q. Ah, drück Q um zu treten. Ah ja, interessant. Naja. Zack, zack. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! Jo, gesunder Schlag. Zack. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I thought so. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. So, eine typische Franklin Michael Aktion mal wieder. Und wir spielen jetzt das allererste Mal mit Franklin. Ja, wollen wir mal sehen, was hier so abgeht. Es ist möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halte L alt gedrückt, um das Wechselmenü aufzurufen. Alles klar. Habe ich schon mal zwei Charaktere hier freigespielt sozusagen. Ja, wir können jetzt erstmal ein bisschen bei Franklin, bei Michael bleiben. Sag mal, ich hab's jetzt auch gerade, ne? Michael, Franklin, Franklin, Michael. Wie auch immer. Joa, wir machen uns jetzt mal auf den Weg hier oben zu ihm. Können wir hier auswählen. Zack. Ich glaube, das geht dann direkt zu seinem Haus. Hat er überhaupt schon ein Auto? Wahrscheinlich so, dass er hier gerade ein Auto hat. Aber wir sind ja im Autohaus. Ja, gut. Sind jetzt nicht die geilsten Karren, aber reicht erstmal, würde ich sagen. So. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutze ihn. Ich habe mir Schläger. Joa. So, Freizeitauto haben wir jetzt auch. Das habt ihr eben oben links gesehen. Ah, nochmal, hoppala. Was ich endlich machen wollte hier. Und zwar haben wir sowas wie Tennis. Was haben wir noch? Alles Mögliche. Tennis, Kino, Golf. Und so weiter. Ja. Es gibt ganz viel. Die Map ist natürlich auch nicht so klein hier. Das ist nicht die ganze Map. Also, na, das wäre ein bisschen schwachsinnig, wenn man hier oben, guck, wenn man hier ein bisschen scrollt. Jetzt sieht man auf jeden Fall, dass die Map viel, viel größer ist. Auf jeden Fall. Nur muss man das natürlich alles selbst erkundigen. Ja, im Laufe des Spiels machen wir das natürlich. Aber am Anfang tummelt sich hier alles in der City. Und das ist ja auch schön, ne? Gut, der Wagen ist jetzt echt nicht so geil. Aber Michael hat ja eh einen anderen Wagen. Soweit ich das noch weiß. Pisswasser wieder, schönes Bild. Immer wieder gern gesehen. Aber echt, GTA 5, einfach ein geiles Spiel. Vor allem für PC finde ich es jetzt auch noch viel geiler. Einfach diese Grafikdetails und die Steuerung und alles ist einfach genial. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du die Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Ganz normal, wie auch bei Franklin. Alle Autos, die in die Garage kommen und da drin sind, bleiben da drin. Schlaf im Bett, um deinen Spielstand zu speichern. Auch das ist natürlich gleich. Auch dann vergeht natürlich die Nacht. Wenn man zum Beispiel nachts schlafen geht, ist dann am nächsten Morgen. Halt morgen. Im Kleiderschrank kann man sich wieder umziehen. Geh durch das Haus, um verschiedene Aktivitäten zu finden, mit denen du dich beschäftigen kannst.
Ja, da kann man zum Beispiel einen Scotch trinken, du kannst dich aufs Sofa setzen, schöne Zigarre rauchen oder du guckst aber Fernsehen, alles möglich. Michael ist sogar so einer, der hat einen eigenen Tennisplatz im Garten. Ist ja auch mal interessant, ne? Können wir auch mal irgendwann machen, ein bisschen Tennis spielen. Aber wir machen jetzt erstmal hier eine Mission. So, wir müssen zum M. Ich denke mal, dass wir hier reingehen müssen gleich. Und jetzt sehen wir mal, wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Ein entspanntes Leben natürlich von Michael. What do you want? And I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. If you want my advice, give the shit up. You work hard. Screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off. Get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood, then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. Not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it! I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it, they just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Na super, jetzt hat unser Sohn auch noch versucht, unsere geile Yacht zu verkaufen und dabei wurde er ein bisschen abgezogen und ja, jetzt müssen wir es mal wieder zurückholen, würde ich sagen, ne? Aber wie wir das machen,
Und wie es weitergeht und wie wir dieses Auto fahren und alles Mögliche, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Und wie immer würde ich mich natürlich über Feedback freuen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann geht's auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, haut doch mal rein, Leute.